Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den und Lea, dem Düring. Ein bisschen Elan. Lea ist noch müde. Also und dem Düring. Das ist Elan. Ah. Du ist das erste Video, was du öffnest. Da ist man noch nicht ganz so. Da ist man noch nicht so. Da ist man ein bisschen Kamerascheu. Wir werden das jetzt erstmal frühstücken. Ja. Und ich habe hier für die beiden was, die dürfen heute mal. Das will ich! Die beiden dürfen sich heute mal ein komplettes Nutella-Glas teilen, dürfen sie komplett leer essen. Das reicht doch nicht von der alleine, dann nehmen wir 5 Viertelbrot. Ich will das. Ist das nicht süß? Vielen Dank an Tante Steffi. Guck mal, Riechen. Riechen hat gar nicht geguckt. Habe ich schon von 3 Tagen gesehen. Cool. Wo hast du das denn gesehen? Huch! In deiner Büroschublade. Da habe ich mich nur voll. Die kann mein Lebensmittel rein. Also egal, wo ich was dahin bestimmt, was mit Essen zu tun hat, ja. Lea hat es sonst wäre schon alle, ne? Immer gesehen. Ich finde das super. So, heute... Mit so Kleinigkeiten kann man mir total Freude machen. Das ist total cool. Heute sitzen wir das erste Mal an unseren neuen Stühlen, die Carsten so toll zusammengebaut hat. Was sitzen wir? Stühlen. Das erste Mal auf unseren neuen Stühlen. Das erste Mal, wenn die Kamera läuft, ne? Denk doch mal mit. Also. Und Lea, sitzt du gut? Ein bisschen hart, aber ja. Was? Was? Die Lea! Die sind ja wohl 1A. Da. So, ich hole jetzt noch Carstens Ei. Ihr könnt schon mal wieder loslegen. Wieso haben wir eigentlich so riesige Teller? Willst du jetzt am Brötchen oder wenn du nicht willst? Nee, geht so auch nicht. Okay. Wir haben ein paar Brötchen. Oh, die sind noch heiß. Das war schlau, dass du nicht wolltest. Ich habe die alle rausnehmen müssen aus dem Backofen, weil die auch schon heiß waren. Ja, ich würde ja sagen. Du halt eins? Ich würde ja eigentlich die Kamera jetzt ausmachen, aber irgendwie haben ja so viele geschrieben, die würden schon gerne unser Frühstück sehen. Oder einen Teil davon zumindest. Okay, dann fangen wir wieder frühstücken. Erstmal was Gesundes. Schmeckt voll nach Wassermelone. Nee, ernsthaft? Mhm. Ja, und ihr dachtet letztens noch, was für Ananas. Komisch, ne? Wie das so geht. Da haben tatsächlich Leute gedacht, ihr könnt keine Melone von Ananas unterscheiden. Ne? Wassermelone. Ja, manche Menschen können Spaß verstehen. Oder halt nicht so Humor haben wie wir. Was ja jetzt auch nicht. Manche haben anderen Humor und viele haben gar keinen. Da gehörst du dazu. Du hast überhaupt gar keinen Humor. Carsten, die Menschheit denkt jetzt, dass das war. Ich weiß nicht, dass ich überhaupt keinen Humor habe. Du bist das lustigste Mädchen, was ich kenne. Ich kenne aber nur eins. Aber okay. Was willst du denn sagen von mir? Ja, nur das, was ich hier drauf spielen kann. Wieso denn ausgerechnet das? Du hast gesagt, irgendwas, jetzt beschwer dich nicht. Sonst bestell vernünftig. Aber wir haben ja keine Tomaten. Ja, hol ich gerade. Dann nimm Marmelade. Nee, dann nimm Marmelade. Ich nehme alles, also Carsten, was hast du da an dir aufs Brot zu mir? Das ist doch auch immer, das ist leer. Ich würde auch Tomaten holen. Ich würde auch Tomaten dann essen. Okay, dann esse ich mal Vanilleeis auf mir. Weil letzte Woche, Lea, hast du keine Tomaten gegessen. Dann muss ich jetzt die Tomaten alleine. Letzte Woche habe ich Tomaten gegessen. Nein. Doch. Nein. Doch. Aber mit Person dazu. Nee. Doch. Das haben wir auf Video vielleicht. Ja, doch, hab ich aber. Weil wir waren hinterm Kühlschrank, haben sich die Tomaten uns beschwert, dass du die nicht gegessen hast. Also, kann nicht sein. Also, ich weiß ja nicht mehr mit dem Vanilleeis, Carsten, ob mir das so schmeckt. Das weiß man nicht. Weil die andere Sorte Vanilleeis hat mir immer besser geschmeckt. Ja. Ach so, jetzt verstehe ich, okay. Die in der anderen Verpackung, ne? Ja. Mhm. Ja gut, die haben sie ja im Moment nicht mehr, sonst wollen wir die wieder kaufen. So wie es die wieder gibt, kriegst du die wieder leer. Massenweise. Ah. Und jetzt nehme ich das hier aber einfach aus der anderen Verpackung. Nee. Oh, das ist aber wie eine Tat und so, was mir jetzt da ist. Da ist nicht mehr viel drin, das bräuchte ich schon fast. Carsten! Wieso? Das ist doch das Gleiche, kennst du doch auch nicht. Aber du willst das auch nicht. Weil ich hiermit aufgewachsen bin. Also hier gibt es 2 total Bekloppte am Tisch. Rat mal, wer das ist. Aufgewachsen bin. Was machst du mit dem Paco mal? Kaputt geht. Trennungsschmerz 4 Jahre, ne? Trauer. Mama,
Nein, schmeckt mir nicht. Nee, ich finde das immer auch lecker, sage ich dir ganz ehrlich. Dann gibt es seit über 2 Monaten nicht mehr an. Einfach weg. Seit Corona. Vielleicht sollten wir mal Schokoeis probieren. Mhm. Ja. Weil, ja. Aber du nimmst ja Vanille und Schoko immer zusammen. Ja, ist doch eine gute Mischung auch. Gibt es ja ganz viel was. Bei der Spitztüte nehme ich auch Schoko-Vanille zusammen. Unsere Zuschauer stehen wahrscheinlich nur bei einem auf. Und Kofferraum. Ja, das sind die Geheimnisse, die Insider. Wer hat schon eine Story gemacht? Dann müsstest du was mal machen. Ankündigen wir im Live, dass die mit reinkommen und diesmal wieder Fragen haben. Und hoffentlich mal eine andere, immer die gleiche Frage. Welches nämlich? Achso. Die beliebteste Frage ist, wie geht's? Nee, die beliebteste Frage ist eine andere. Ja, achso, ja. Aber das fragen sie selten live, das schreiben sie immer rein. Also nicht, genau. Ich weiß welche. Keiner von euch weiß, welche Frage die beliebteste ist. Nur wir drei. Oder wenn es so ist, schreibt mal bitte in die Kommentare. Aber heimlich, also heißt in Klammern. Ne? Aber ich werde sie nicht beantworten. Schreib so rein und wer es richtig hat, der kann was gewinnen. Was denn? Wenn du los machst. Ja, so, wir haben so eine Kette besorgt. Nee, hier, ein Pott Vanille. Wir werden auf jeden Fall was gewinnen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich werde noch gar nicht was. Also. Jetzt. Good morning! Guten Morgen, Friends. Wir sitzen gerade am Frühstückstisch. Und ich wollte euch Bescheid geben, dass wir heute um 12 Uhr wieder live gehen. Also, wenn ihr mit uns live Video wollt, denkt euch ein paar Fragen aus oder halt eine Frage, die ihr halt wissen wollt. Und dann nehmen wir euch wieder mit ins Live. Und ich freue mich schon mega aufs Live Video, ne? Ja. Yes. Ja, und dann kommen wir wahrscheinlich noch ganz kurz, ne? Ja, wir können ganz kurz sein, wir müssen noch Carsten länger. Nee, ich komme noch ganz kurz. Ihr könnt ein bisschen länger. Weil der Carsten was? Mich immer ein Stich lässt? Oh. Nein. Weil er für dich wieder arbeitet. An meiner 15-15, was ihr noch nicht wissen darf. Darf ich nicht wissen? Nee, darf ich nicht wissen. Okay. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Jetzt würde ich sagen Sonntag, da sagt die Sonntag ist auch ein Tag. Wie hast du recht, heißt der Sonntag, ne? Ja. Außer Mittwoch, alle anderen auch Tage. Ja, ich habe gesagt, ich habe recht, ne? Von der Kamera. Und Mittwoch ist auch kein Tag, Carsten. Doch, aber es ist ein Woch. Man darf, ne? Genau. Weil es die Mitte der Woche ist. Leute, wollen wir die Kamera mal ausmachen? Ich meine, wir können ja nicht hier... Nein, ich mache mal ein paar Sübers. Oder machen wir halt nur ein Frühstücksvideo. Nicht, dass die heiß wird. Ja, wir machen nur ein Frühstücksvideo. Wie wir hier rumknatschen. Genau. Wenn ihr Hunger kriegt, ihr könnt ruhig mit frühstücken. Stört das nicht. Nur nicht sogar schmatzen. Ich kann kurz pausieren, weil ich was zu essen holen. Dauert noch ein bisschen. Mhm. Habt ihr Bock, dass wir ein neues Frühstücksvideo machen? Machen wir doch mal. Wir haben noch, viele haben noch geschrieben, ja. Ja, 100 sitzen wir. Ja, brauchen wir nichts schneiden, nichts. Dann fällt mir Frühstück mal die Kamera aus und dann Alarm hoch. Super. Meine Story lädt gerade hoch. Ihr habt euch ja beide so schick gemacht. Ja? Naja, tolle Kleider. Lea hat sich schicken gemacht. Ne? Hätte da das gesagt, hätte ich auch ein Kleid angezogen. Ja? Ja, klar. Carsten, meins ist total ausgeleiert, viel zu groß. Und ja, meins auch. Unbedingt mal mit mir shoppen gehen, Schatz. Schatzi. Jetzt eigentlich gehört die Musik. An wen erinnert mich das? Schatzi. Genau, Schatzi. Oh, Baby. Baby. Hab dich so lieb. Oh, Baby. Baby. Schreibt es in die Kommentare. Könnt aber nichts so gewinnen. Ja, so Sonntagsfisch ist mal schön, kann ich sagen. Oh nee. Ach nee, jetzt wieder falsch ein. Weil du lange gewartet hast. Ja, zu lange gewartet. Jetzt mal schneller rechts rumgekocht. Man muss halt warten, Carsten. Mhm. Das ist dein Perfekt. Das ist ja für dich halbe Summe, ne? Für dich war es perfekt, ne? Krassen. Sehen die da, du hast ja eigentlich, sehen die da den Teller von Lea? Ja, ne? Oder nicht?
Ja. Also, das ist nicht mal, worüber wir da reden. Da steht das Ding davor. Der hat sich versteckt. Und, sieht man? Kannst du mal winken, also guck ich mal, ob man dich sieht. Hallo Carsten. Und sieht man die da drüben? Ja, der hat nur die Haare immer im Gesicht. Macht nichts. Da weißt du die ja. Oh, um dich dahinter zu verstecken? Ja. Nee, um in der schönen Musik zu hören und nicht selbst zu hören. Also was zu verstecken, egal was. Das ist Vorbild leer. Also wirklich, das war ein Scherzchen, das macht die. Also ab sofort kriegt ihr in der Schule keine AirPods mehr mit. Ja, wir brauchen ja keine AirPods. Sondern? Dann nur Kabel, wir haben lange Haare. Im Winter machen wir das mal. Jetzt erzähle ich sie die ganzen Tricks. Im Winter nehmen wir Kopfhörer mit Kabel und dann haben wir alle so Hoodies, ne? Und die meisten Hoodies gehen immer so bis hierhin. Wir haben ja immer so große Kuschel-Hoodies. Und dann machen wir einen Ohrstöpsel hier durch, ne? Das Handy ist dann hier, ne? Einen Ohrstöpsel hier durch, ne? Und dann sitzen wir so und hören Musik. Und wenn der Lehrer kommt, machen wir einfach so und reden mit dem, weil dann der Ohrstöpsel reinrutscht. Cool, ne? Deshalb hast du jetzt ein viel besseres Zeugnis, weil ich aufgepasst habe, du während der Aufgaben machen keine Musik raus. Krass, ne? Ich hatte das. Dann kommst du nach Hause und sagst du bei der Schule und sagst, ja, das war eben von. Mal rein. Dann rennt die wieder mal los. Ja. Und unser letztes Video hat eine geschrieben, ob du die Musik von Katja hörst. Wie heißt sie, Katja? Das ist Katja. Und er ist leer machen. Katja. Ich habe gar nichts zu trinken heute Morgen. Katja Klasowitsch. Wo Lea die Bildspiele von haben will, die immer noch keiner ausgelesen hat hier. Aber die Musik hörst du nicht, ne? Nur, was hast du mir gesagt, mein neuer Song rauskommt? Mein neuer Song rauskommt, höre ich ihn einmal, um zu wissen, dass sie wieder für ein Zeug wieder rausgemacht hat. Aber danach möchte ich nicht mehr. Ja, ich habe gestern gelesen, die Bitch-Bibel, ja, die gibt es jetzt als Hörbuch. Die Katja hat das selber aufgesprochen. Das kann ich hier runterladen. Dann könntest du schon mal hören, was sie zu sagen hat. Kann ich bitte noch mein zweites Brötchen? Oh, nee, doch nicht. Aber ich muss das nachher auch noch haben, Katzen. Ja. Nee. Du hast nur noch eins. Ja, aber ich habe ja hier noch ein Brötchen und eins. Ich will nichts von mir nehmen. Doris, ach, Carsten. Oh, Carsten. Ach. Ja. Jetzt tropft es, dann gibt das Glas und das Glas gibt das Öl. Wirklich was? Was denn? Jetzt singen wir ganz stark nach. Nutella. Das hier? Und wir wollen denn heute das essen? Das ja. Original? Doch! Aber das reicht vielleicht für ein halbes Brötchen. 30 Gramm reichen mal mehr für ein halbes Brötchen. Wir müssen eigentlich für drei reichen, dreimal. Nee. Bei Carsten wird das wahrscheinlich drei Monate halten, der Kleine. Nee, das auch nicht. Das hier hält bei den drei Monaten so. Ein bisschen mehr. Da war wohl leer wieder dran. Wer hat denn den Tisch gedeckt? Eine Serviette brauche ich. Bitte, Mama. Bitte, Mama. Danke, Mama. Hättest du schon die Nägel von der Mama gesehen? Die hab ich gemacht. Und wer hat die lackiert? Ja. Die Nägel hast du gemacht. Ja. Die hatte die vorher schon, das habe ich genau gesehen, ja. Das ist einfach ein mutloser Fall. Mir ist total warm. Ist euch auch so warm? Nee. Na klar. Oh, mir ist nachts auch so krass warm, ne? Dass die Klima leidet. Und dann kommen immer diese Viecher und nerven mich. Diese, ja. Die Summen. Oh, dieses Geräusch, ich könnte sterben. Nicht. Und was macht Lea gegen Summen und Mücken? Hinterherlaufen. Mit Summen. Mit Summen, genau. Die was ist so erzählt? Damit die summt lauter wie die Mücken, damit die Mücken denken, scheiße, hier sind Mücken und wir wollen nicht gestorben haben ab. Das ist ihr Trick, aber meistens klappt der nicht. Nee, wahrscheinlich hast du eine saure Mücken. Das heißt, du nein, der Carsten hat das gesagt, nicht ich. Also wirklich.
bitte, jetzt hören wir auf, mir einen Kaffee zu erzählen. Und Lea ist nämlich so schlau, die macht abends die Lichter und Fenster auf. Na gut, das ist ja richtig schlau. Nein, das ist nicht wahr. Ich mache die Klimaanlage an. Bad gestern auch, aber Lea geht im Bad, Fenster komplett auf. Entschuldigung, Kassi! Ich gehe ins Bad rein, ne? Du hast hier schwarz neben gehabt, auf dem Nutella und Zahn, das aus wie eine Zahn gegangen. Was ist denn jetzt los? Das ist echt zu fangen, ne? Ich mach das Licht an, geh ins Bad, gerade rein, ne? Dann kommt die Mama und schnauzt mich an, wie ich das Licht anmachen kann, wenn das Fenster aus, ne? Ich hätte also dunkel da reingehen müssen, das Fenster zumachen, wieder rausgehen, Licht draußen anmachen und wieder reingehen. Na dann, Kassen, ist mal anders. Ja. Geht im Badezimmer rein, so, guck mal. Geht ins Freien rein. Halb tot, fast schon tot, kurz vor Einschlafen. Oh, Scheiße, ich muss noch Zähne putzen. Geht im Bad, macht Licht an, geht da rein, geht zum Spiegel, versucht den Rest von der Zahncreme rauszuquetschen, alles. Und dann sagt Lea, das Fenster ist auf, ich kann mich nicht mehr. Nein, du hast das nicht gehört, irgendwie angeschrien, als hätte ich dann angeschrien. Und dann sagst du, da kommt nicht mehr der Zahnpasta, wir haben keine Zahnpasta. Sag ich, geh runter in unseren Vorratsraum, hol Zahnpasta. Oh, da kommt noch ganz viel raus, das brauche ich nicht. Die hat vielleicht ein bisschen geschrien, weil die vorher einen Tag vorher von mitten gestorben wurde. Wie soll die sein? Aus dem Streuselkuchen. Ne? Und dann hat sie bestimmt, du hast bestimmt auch... Die Streuselkuchen sieht da gut aus. Nachschub, für Nachschub sorgen. Danke. Ich also ein Streuselkuchen sieht lecker aus auf jeden Fall, ne? Mhm. Mhm. Heute wird aus Versehen keinen Streuselkuchen backen. Wie letzten Sonntag. Ne, Carsten? Ganz aus Versehen. Ja. Ich wollte ja sehr gerne Carsten von diesen Brötchen annehmen, aber ich habe keinen Hunger mehr. Nee, du hast jetzt schon keinen Hunger mehr. Ich wollte noch ein halbes. Nein. Na gut. Wirst du nimmst nicht von mir, Lucy. Was sagt man dazu? Ich nehme es doch nicht, ich zahle den Zucker. Nee, ein halbes. Na, was isst denn du? Ein halbes kann ich noch essen. Leg in den ganzen Tag, du schwimmst wieder am Pool und baust da den Garten um und so. Ach, was nein, das ist ein halbes. Na los, ein halbes. Aber Carsten, ich kann das nicht essen. Ja, das passt. Sonst hast du morgens drei oder vier Brötchen verdrückt und jetzt hast du keine ja. Zwei. Ich merke schon richtig, wie mir alles hier so in den Alten. Ja, der Gummischuh, ne, der bläht sich schon so auf, ne, der Reis bleibt. Ja, ein Problem ist es. Siehst du das? Mhm. Also früher hat Lea zum Beispiel zum Mittagessen 7 solch große Knödel verdrückt. Mhm. Ich war nach 4, da habe ich geplatzt. Da war ich auch ein Kind, da war ich klein und hatte 4 Mägen. Sieben Leas und so weiter. Ah, ja, die Mägen, das stimmt, das stimmt. Das hatte ja, aber wo steckst du denn 7 Knödel? Dann sagst du in jedem Magen ein. Das ist halt einer so ein Bein, einer in dem Bein, einer da, einer sitzt da, einer. Das war total viel wie aufgeteilt eigentlich, ne? Hat sie, ist gut, war echt gut. Was dann hat die manchmal morgens 4 so Brötchen verdrückt ohne Brötchen. Nein, wie war das IQ von Einstein? Die was? IQ. Wie der war? Von Einstein, ja. Musst du Einstein fragen. Ich weiß das, du nicht? Wie viel? Mama? 180. 160. Okay. Du bist also ein Einstein, ja. Ja, hatte der wirklich weniger wie ich? Das weiß ich nicht. Leute, glaubt das nicht, ne? Wie, was meinst du trinken? Hab ich auch schon mal mehr. Ich habe eben schon einen Tee getrunken in der Küche. Ich habe mir vergessen, einen neuen zu machen. Na ja, ich weiß es nicht. Ich hole mir jetzt mal meinen Raki zum Frühstück. Ja, Brötchen schmieren und essen. Ja, er hat gefragt, ob ich Raki esse, trinke, leer beim Essen. Was ist Raki, Carsten? Ein Schnaps, den glaube ich kriege ich schon, ne? Ja, keine Ahnung, ich bin kein Schnaps-Trinker. Ja, auch ja, ein Schnaps. Ja, Brötchen. Was ist mit dem Brötchen? Du willst halt essen nicht, das hast du nicht aufgeschnitten und liegen zu lassen, das glaube ich nicht. Doch. Das ist ich weiß genau, was du da jetzt drauf machst.
Vanilleeis und Schokoeis. Richtig. Haben wir vorhin schon gesagt. Nee, hier ist noch was. Nee. Kannst du nicht, Mensch, da drüben hungern Kinder und du lässt da liegen, es geht nicht. Genau, und ich soll dann überhungern. Also. Ich wollte denen das ja lieber abgeben. Ich soll überhungern, ey. Ich nehme den Deckel. Du wolltest noch haben. Und dann wünschst du mir wie immer Befehl. Witzig. Was soll denn das heißen? Riecht wie ein Teller, ne? Nee, ernsthaft? Das riecht doch nicht. Mit Schoko-Eis. Ja, das stimmt doch hier nicht. Ah, das wollte ich nicht mehr. Was? Ja, das stimmt doch hier bei euch nicht. Ja, man sieht dich gar nicht. Du musst ja mal weiter weg. Also, mein Raki besteht aus La Casera Sabor Limon aus Zitronenlimon, ein Drittel. Ich weiß nicht, was mein Drittel ist jetzt. Was sagst du dazu? Super. Krass, du kannst von mir verstehen, dass ich sowas schon. Wenn wir ganz lernen, dann schloss du nicht darauf. Kein Monster. Das ist das perfekte Schnapsglas. Ja. Das gebe ich dir nur auf, damit du was isst. Yeah. Krass, du bist so schlimm. Oh, das war lecker. Schmeckt das schon gut? Wie viel Gramm hast du erst genommen? 15 Mal? Das ist ja wirklich dünn. Ja, ich mache mal dünn. Und hast du wieder Butter drunter gemacht? Ja. Vanilleeis. Ja, Vanilleeis und Schokoeis. Wir werden langsam satt und träge. Aber ganz ehrlich. Du findest das besser, aber es ist nur, weil es gewohnt ist, glaube ich. Früher habe ich einen Teller, aber mir schmeckt auch das hier besser wie ein Teller. Ich finde beides lecker. Und ich mag das lieber. Muss man mal liegen. Ich finde allein schon den Namen von Nutella besser. Nutella oder Crema al Cacao. Ein Sabber, okay. Ein Sabber. Ein Sabber. Ein Geschmack. Da gibt es auch schwarz-weiß. Mhm. Den esse ich am liebsten, ne? Wirklich? Ja, ich du bist Kühlchen. Schon wieder in den zweiten oder dritten Wechseljahren. Wie viele Wechseljahre kommen denn? Ja, bei dir, wer weiß, 20? Wie viele Pubertäten kommen bei dir noch? Keine mehr. Na, bis wenn die raus ist, der hier? 40. Ach. Und mit 40 fängt dann noch die Wechseljahre an. 40 Tage oder bis 40? Bis 40 Jahre. Weil die Mama ja nicht bis 40 behalten möchte. Ey, wenn die bis 40 in der Pubertät ist, dann bittet sie aus, bis sie 40 ist und kommt dann wieder. Aber dann hat es ja die Wechseljahre, also dann, ich werde immer schlimm sein. Das ist aber auch schlimm, ne? Ganz ehrlich, das Kind in der Pubertät, die Mutter in den Wechseljahr und der Stiefvater in der Midlife-Crisis. Da bist du mal, ne? Was hier ruhig, los ist. Ruhig mal eine Tube Mitleid. Ne? Eine Runde Mitleid. Oh. Ja, ist nicht einfach. Und dann waren wir noch so lange eingesperrt hier zusammen. Vor allem kann man es doppelt nennen. Vor allem kann man es doppelt nennen. Eigentlich müssen wir mal eine Riesenparty noch feiern hier, dass wir die Quarantäne überlebt haben unter wenigen Umständen. Ne? Ja. Und uns halt gegenseitig umgebracht haben. Platz zum Verscharren hätten wir ja genug, ne? Leer. Gibt ja so Schlachtfest, ne? Was ich richtig dumm finde, das ist gerade kann alles rauskommen. Wir sind so huckel, das ist doch alles nicht. Das stimmt, aber die Form ist trotzdem cool. Aber wir beschweren mich bei euch, Nutella. Ihr macht das richtig.
Ich habe schon genug Werbung für eine Schale. Ferrero Frankfurt am Main. Also kannst du dich in Frankfurt beschweren, ja. Also live hinfahren quasi. Lass mich doch in meine Ruhe hier. Wieso? Zum Beispiel auch mal gucken. Nur mit Ferrero, ne? Ich dachte, von Ferrero ist ja so viel leer. Leck mal nicht. Vielleicht darfst du haben. Oh, das war mal freundlich. Den Rest darf ich auch. Sag mal eine Kamera. Wie nett deine Tochter ist. Ja, kann man schön ausspülen leer und falls wir einen Kaufladen nochmal aufbauen. Nee, ich will das behalten. Das ist meins. Hab ich doch gekriegt. Halt. Du musst aus dem Deckel. Ja, vorher ist nur den großen, ne? In den Deckel ist immer so eine Überraschung. Ja, nee, also wir müssen das ausspülen und dann kommt das in den Kaufladen. Nein, ich will das auch. Kannst du mal mit einem Kaufladen spielen? Nein. Wir haben keinen Kaufladen mehr. Nur in der Garage. Möchtest du noch mal Kaufladen spielen? Nein! Baust du mal auf, dann ziehst du dir einen Verkäuferin-Kittel an, dann stellst du dich an, dann komme ich als Kunde, den linken, dann sagst du ja bitteschön, dann sag ich eine Tüte Pommes. Dann geht das so. Also ich bin früher mit der Kaufladen gespielt, dann habe ich alles gekauft, dann hast du Geld einkassiert. Und dann habe ich mich halt umgedreht, jetzt hat sie mir schon meine Tüte und meinen Kopf wieder weggenommen und alles wieder in den Kaufladen zurückgebracht. Ja, dann sagt die Pommes, gibt es nicht in Tüten? Dann sagt ihr, fang mal an, Ding, Ding, dann will ich eine Flasche Pommes. Carsten, ich war die geilste Verkäuferin, ne? Die Kunden kamen rein, ich habe denen Geld gegeben und mit dem Geld konnten sie dann bei mir einkaufen. Da hast du eben auch Geld gemacht in der Kasse, ne? Ja. Aber als wir dann größer waren, sie ja bei uns im Geschäft gearbeitet und verkauft. Und Geiste war der auf dem Oktoberfest, ne? Wenn ich ein Bild finde, muss ich mal jetzt einblenden, ja. Der war schon als junges Mädchen mit 8 Jahren schon richtig gut oder noch immer 6-7 Jahren. Wir haben ja immer Oktoberfest am Strand gehabt. Und dann ist sie zum Strand, hat da weiße Steine gesammelt, jede Menge, hat sich bunte Eddings für die Schifte genommen, hat dann auf die Steine draufgeschrieben, Glück. Und dann, viel Glück. Habe ich geschrieben. Ja, viel aber Glück. Auf die Kleinen hast du nur Glück geschrieben. Auf meine habe ich liebe dich geschrieben. Und sowas alles. Hat sie dann halt die Oma oder eine Ehe vorgeschrieben. Und ein Herzchen gemalt drunter. Genau, und dann ist sie durch die Reihen am Oktoberfest und den ganzen Rentnern hat gesagt, möchten Sie einen Glücksstein kaufen? Ich habe mehr Geld gemacht als die anderen Verkäufer. Möchten Sie einen Glücksstein kaufen? Die nein. Dann haben Sie nie mehr Glück. Lea, wenn Sie das nicht kaufen, dann werden Sie den Rest Ihres Lebens Pech haben. Für nur 1 Euro können Sie einen Glücksstein kaufen, der bringt Ihnen für immer Glück. Und dann hat die ohne Witz an den Tag 70 Steine verkauft. Hat die sich 70 Euro davon verdient? Nee, manchmal auch 2 Euro kostet die großen Steine. Dann hat sie, die hat ja nur 10 Steine erst. Dann hat sie Geschäft angekurbelt, dann ist sie wieder ab zum Strand gelaufen, Steine hat die wieder geputzt, schnell bemalt und dann ist sie wieder losgelaufen zwischen den Reihen. Das war total schlau. Da waren andere, die hatten so Handarbeitstände, alles richtig aufwendig gemachte Handarbeit, die haben nicht so viel verkauft wie Lea. Und irgendwann hat sie gemerkt, sie kann auch uns abziehen und hat das gelassen mit der Arbeit da, mit den Steinen. Jetzt würden wir das nicht mehr kaufen, weil ich ja jetzt nicht mein Kleinen bin. Und immer süß, ne? Wie dann, nein, danke. Und dann gesagt, werden wir nie wieder Glück haben. Oder Liebe. Wollen Sie einen Liebesstein kaufen? Pech in der Liebe, wenn Sie dich dann nicht haben. Pech in der Liebe. Wahrscheinlich verlässt Ihre Frau Sie nächste Woche. Das war schon so, ob man in dem Alter schon mit Psychodruck gearbeitet hat, ne? Psychologisch voll unter Druck gesetzt, die Käufer, dass sie gar nicht anders konnten. In der Enge getrieben, direkt stand die da so klein. Ja, wie nicht? Ach nee, na dann. Ja, vielleicht doch. Ja, und dann ist Lea auch hingegangen, hat sie so gut verdient, dann ist sie zu den anderen Ständen gegangen. Und dann, weißt du, an einem Schmuckstand, da wolltest du mal schauen, dann hat die so lange belabert, bis Lea dann die Sachen meist geschenkt bekommen hat. Aber für 5 Euro kostet, muss Lea nur 1 Euro bezahlen. Ja, die wollten hauptsache Einkaufspreis reinhaben, ne? Und das Gesülze sollte aufhören, ne? Wir hatten mal früher einen Hüpfburg, ne, Lea? Ich habe auf jeden Fall Kohle, ne? Ja, hast du nochmal, das stimmt. Das gut. Dann hatten wir eine Hüpfburg auf dem Oktoberfest, die war umsonst. Da haben wir angeboten, dass die Kinder da umsonst hüpfen können. Und die gehört uns. Dann hatten wir einen Mitarbeiter, der da kontrolliert hat immer. Ja, dann hat Lea sich ihr kleines Klapptischchen geholt, ihr Stühlchen hat sich da hingesessen, wollte für die Kinder auch 1 Euro haben, wenn die hüpfen gehen.
Und ich durfte umsonst hüpfen. Und mit das mit Taschen voller Geld. Dann hat die immer da gestanden und dann war die 6, 7 Jahre ganz klein noch. Die Zeit ist rum. Total geil, da waren wir gestillt worden, hüpft war kostenlos. Der hat sie dann hingestellt, hat gesagt, kassiert und gesagt, ist so kostenlos, das war gestern. Also heute kostet Geld, hätte nur gestern kommen müssen. Ja, das war schon cool. Naja, so, wir sind fertig mit dem Frühstück. Ja, war lecker. Dann rollen wir jetzt mal hier ab und dann würde ich sagen, wir haben mich jetzt 10 Tage lang nicht mehr bewegen, weil der Carsten gesagt hat, ich soll noch ein halbes Brötchen essen. Also müssen wir die Sucht tragen? Gold, Carsten, Gold. Ja, also ihr Lieben. Ja, war mal ein schönes Büschchen mit euch. Jetzt beenden. Wir haben jetzt unser Frühstücksvideo tatsächlich mal komplett gemacht für euch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Übrigens geht es bei uns hier immer so rund. Manchmal noch viel schlimmer, wenn die Kamera aus ist. Viel schlimmer. Dann sabbert die und... Heute ist gar nicht so gefallen, Carsten. Noch nicht, warte mal. Ne. Naja, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann der... Dicken Daumen nach oben, kann man dünner sein. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir werden alle Kommentare beantworten. Nein, bis auf die eine Frage. Ja, okay. Ah ja, bis auf die eine Frage werden wir alles beantworten. Mal schreibt mal rein, ob ihr wisst, welche Frage das ist. Und ich lasse mir was für die Verlosung einfallen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.